Hans Falla war ein österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur. Leben. Falla begann als Eleve an der Wiener Staatsoper, wo er als Tänzer engagiert wurde. Parallel dazu inszenierte er Theaterprojekte an verschiedenen Wiener Kellertheatern und bei freien Theaterensembles. Falla ging dann nach Deutschland, wo er sein erstes Engagement am Stuttgarter Theater der Altstadt erhielt. Danach folgte ein Engagement an den Städtischen Bühnen Freiburg. Anfang der 1970er Jahre kam er an das Nationaltheater Mannheim, wo er bis Anfang der 1980er Jahre blieb. Dort trat er unter der Regie von Jürgen Bosse in mehreren Inszenierungen auf. Mit Bosse arbeitete er später auch an anderen Theatern. Unter Bosse übernahm er unter anderem den nahen zufälliger Tod eines Anarchisten von Dario Effo, den Walter Fessel in Vatermord von Arnold Bronnen und den George Gaga in Im Dickicht der Städte von Bertolt Brecht. Im Mai 1980 gastierte er in Berlin mit dem Theaterstück Vatermord an der Seite von Gabriela Badura, Werner Sentek und Heinz Schubert auch beim Berliner Theatertreffen. In Mannheim erfolgten auch Fallers erste eigene Inszenierungen, unter anderem die Stühle. 1981 gastierte er am Staatstheater Stuttgart als Henrik Höfgen in der Mephisto-Inszenierung von Ariane Menautschkine und Hans Günther Heim. Anfang der 1980er Jahre wechselte er ans Theater Bremen, wo er in verschiedenen Inszenierungen von Günther Kremmer auftrat. Er spielte dort unter anderem die Gräfin Geschwitz in »Lulu«. Den Mephisto in beiden Teilen von Goethes Faust und die Titelrolle in dem Drama Richard III. von William Shakespeare. Auch in Bremen schuf Fala eigene Inszenierungen. Zufälliger Tod eines Anarchisten, Endspiel und in der Spielzeit 1989-1990. Frühlingserwachen. Wichtige Rollen in dieser Zeit waren Roy Cunton in Toni Kushners Schauspiel Angels in Amerika, Malvolio in Was Ihr Wollt. General Harras in des Teufels, General und der Gangster Nick Valenti in Woody Allens Komödie Bullets over Broadway. Eigene Regiearbeiten in Frankfurt am Main waren. Bezahlt wird nicht von Dario Efo, der Feind von Julian Green, die Heimkehr von Harold Pinter und der Geizige. Bis zum Ende der Spielzeit 1995-1996 Stilwafala im Ensemble des Frankfurter Schauspielhauses. Seit der Spielzeit 1996-1997. war er Leiter des Tanztheaters Heidelberg. Dort inszenierte er verschiedene Tanztheaterprojekte, unter anderem Orgie nach Pier Paolo Pasolini und Stone oder das seltsame Lächeln der Angst nach Motiven von Edward Bond. Im Schauspiel inszenierte er am Theater Heidelberg Shakespeares Komödie Ein Sommernachtstraum. Seit August 2001 war Fallat zuletzt Mitglied am Staatsschauspiel Dresden. Dort spielte er im September 2001 unter der Regie von Holg Freitag die Titelrolle in der Premiere von Lessings Nathan der Weise. Fala realisierte in Dresden auch eigene Inszenierungen, unter anderem die Uraufführung der Farce Der Tote Kick von Christoph Magnusson. Fala arbeitete auch als Schauspiellehrer, so gehören zu seinen Schülern etwa der Theaterschauspieler Rocco Hauf und der heutige Puppenspieler und Intendant Gerd J. Pohl. Fala arbeitete auch als Fernsehschauspieler. In der Tatort-Folge Rosen für Nadja aus dem Jahr 1998 spielte er die Rolle des Transvestiten Harry die Manche. Er wirkte auch in dem Film Hinzelmeier des Regisseurs Gernot Eichler und dem Peter Kernwerk Hab ich nur deine Liebe mit. Zudem spielte er unter der Regie von Axel Corti an der Seite von Armin Müller Stahl in Wohin und Zurück. Nebenberuflich war Fala als Maler und Grafiker aktiv. Illustrierte beispielsweise das Programmheft zur Bonner Inszenierung Das kurze Leben der Schneewolken, in der er neben Udo Gier die Hauptrolle spielte.